Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Onikari. Wird das ausgesprochen, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es immer noch nicht. Auf jeden Fall hatten wir in der letzten Folge. Ist die. Ja. Ich weiß leider nicht, wie der Name ausgesprochen wird. Aber hier unsere Partnerin umgebracht worden. Ich habe heute auch das andere Mikro wieder, wo ich damals auch mit angefangen habe. Also das andere. Nicht Mikro, sondern Headset. Also nicht wundern. Wir mussten zum Sumpf, hatten die gesagt. Da. Aber wir müssen dann. Okay, wir müssen aber beim Schleier das machen. Mit dem Schleier. Und dann müssen wir da dahin. Okay, dann machen wir das so. Auf jeden Fall haben wir das andere wieder. Ich will mal eine Folge damit aufnehmen. Und dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das ein Unterschied ist zwischen den beiden. Ja. Das wäre super nett, wenn ihr mit das mal reinschreiben würdet. Okay. Wir sind hier jetzt auf die Suche nach ihr. Also auch, die steht schon da vorne. Oh nein, oh nein. Mayra. Mayra. Ich bin so eine Versagerin. Als Wächterin sollte ich eigentlich wissen, dass es nicht gut ist, Dinge zu bedauern. Aber ich kann einfach nicht anders. Und das, nachdem ich mein Leben lang die Leute beehrt habe. Belehrt habe. Ich schäme mich. Hat es dir die Sprache verschlagen? Wäre schön, wenn du nur dieses eine Mal weniger streng sein könntest. Immerhin. Ich. Schon gut. Es tut mir leid. No. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Mhm. Du hast bereits alles getan, was du tun kannst. Du bist hergekommen, um mich zu sehen. Soka. Wenn du das sagst. Dieses war mein Lieblingsort, weißt du? Ah. Ja, hab ich gehört. Soka. Ich bin wirklich tot, oder? Hontoni. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren würde. Alt zu werden schien mir immer wie eine Selbstverständlichkeit. Ich war mir so sicher, dass ich ein langes Leben führen würde. Der Gedanke, dass ich meinen Vater nie wiedersehen werde, tut weh. Und wenn ich daran denke, dich nie wieder zu sehen, möchte ich weinen. Das. Ja, dann. Das ist nicht fair. Ja, dann. Ich will nicht gehen. Ich will nicht. Oh nein, ich habe die ganze Haut. Fühlt sich so warm an. Dass du jetzt so zum Schluss so lieb zu mir bist, es macht den Abschied fast noch schlimmer. Ich schätze, das war's dann wohl. Tut mir leid, dass ich die Erinnerungen nicht für dich zurückholen konnte. Darf ich dich um einen letzten Gefallen bitten? Klar. Wir kriegen ihren Geist-Ding da. Wenn du kannst, magst du dann auch
Liest Saras Erinnerung suchen? Ah. Das werde ich. Arigato. Vielen Dank. Oh. Und sag Kuya, dass es mir leid tut. Sorry. Glaubst du, sie wird verstehen, was du meinst? Hm. Nun müssen wir Abschied nehmen. Mata. Wir sehen uns wieder, wenn ich wiedergeboren bin. Ich weiß es einfach. Ich weiß es. Oh nein. Also voll traurig. Seele des Dämons. Ach so, okay. Ja. Könnt ihr euch ja gerne durchlesen. Einfach kurz unter Pause machen. Nein, es tut mir so leid. Tut mir leid, dass ich dich dazu gezwungen habe. Mir wäre es einfach zu schwer gefallen, den abgeklärten Wächter zu spielen, wenn ich zu ihr gegangen wäre. Ja. Es wird ihr gut gehen. Sie ging mit einem Lächeln. Soka. Das ist gut. Ano. Ich bin gekommen, um Maeria zu verabschieden. Aber wenn sie nur dort geblieben wäre, wo sie... so wie du es ihr gesagt hattest. Ich wollte sie aufhalten, aber sie hörte nicht auf mich. Nani? Moment mal, du warst da? Ja. Als ich hörte, wo sich das Haus des Verdächtigen befindet, ging ich sofort dorthin. Oh mein. Woher wusstest du das? Hm? Was? Irgendjemand musste es erwähnt haben, nicht wahr? Ja. Ich war der Einzige, der davon wusste. So, und Moi. Ich nenne jetzt Maya. Meinte, dass einer der Verlorenen es ihr gesagt hätte. Richtig, so war es. Mir wurde es ebenfalls von einem Verlorenen erzählt. Stimmt doch nicht. Was? Was ist los mit dir? Nichts ist los mit mir. Du bist es, die sich seltsam benimmt. Vielleicht, weil meine beste Freundin gerade gestorben ist. Aber ich schätze, du hast nie darüber nachgedacht, wie ich mich fühle. Maya ist tot und sie ist immer noch alles, woran du denkst. Nase. Warum hast du mir alleine reingehen lassen? Na. Oder vielleicht sollte ich fragen, wenn du wirklich bei ihr warst, warum wurde dann nur sie getötet? Verdammt! No. Ich halte es nicht mehr aus. Ich hasse sie, ich hasse sie. Du weißt es, richtig? Richtig? Du weißt alles. Du weißt genau, was ich getan habe. Hat es dir gesagt, nicht wahr? Ich weiß, dass sie es tat. Diese doppelzügige Dämonen. Ja. Sie bat mich, dir etwas auszurichten. Nein, na los, dann sag es mir. Aizua. Sie sagte, ich soll dir sagen, dass es ihr leid tut. Sie, was? Sie... Ich... Verdammt, was soll das heißen? Was soll ich tun? Nein, nein, nein! Es tut mir leid. Es tut mir... so unendlich leid. Soka. Du warst es, nicht wahr? Ich wollte nicht glauben, dass du dazu fähig bist. Du hast all diese Frauen getötet und ihre Leichen Jutta gegeben. Ich bin nicht gerade hübsch, wie du sehen kannst. Mein ganzes Leben kam mir wie ein schlechter Scherz vor. Alle anderen waren so schön, nur ich war die Einzige, die nicht schön war.
Ich hätte nie gedacht, dass mich jemand zweimal ansehen würde. Ich hasste mich selbst so sehr. Ich wollte am liebsten verschwinden. Und dann sah ich, wie er jemanden tötete. Es war schrecklich, aber ich musste lachen. Nase da. Und dann wurdest du zu seiner Komplizin? Ja, Hari. Das warst also du in Jutas Haus. Du hattest Moira getötet. Ich... Yamero. Der Tod kann nichts rückgängig gemacht werden. Ika. Wenn du die Dinge in Ordnung bringen willst, kannst du damit nicht bis zu deinem nächsten Leben warten. Du musst in dem Leben beginnen, das du jetzt hast. Es tut mir leid. So unendlich leid. Spürst du das? Es kommt. Okay. Ich muss mal gerade noch an den Kampfstil wieder gewöhnen. Konnten wir auch springen? Ich schau mal her, wo ich die letzte Folge gemacht habe hiervon. Doch wir haben ja nicht mehr so viele. Nein, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie man springt, um ehrlich zu sein. Ich habe vergessen ein bisschen, wie man hier kämpft. Okay, schön draufhalten erstmal ein bisschen. Scheiße, das hat nicht geklappt. Okay. Ah, das ist der Nachtteufel, das sehe ich gerade erst der Name. Aber dass sie die umgebracht hat, ne? Nur weil die eifersüchtig ist. Okay, letzter Trank. Nein, lass es. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir wieder Tränke bekommen, ne? Nein, komm schon. Es ist nicht mehr viel. So, der ist weg. Ich weiß es immer noch nicht, dass sie den getötet haben, ne? Also sie die andere getötet hat. Es tut mir leid. Ich wollte... Die Wahrheit ist... Das war der Nachtteufel. Du kennst ihn? Es gibt niemanden, der ihn nicht kannte, aber das war vor deiner Geburt. Er war ein mörderisches Phantom, das aus dem Nichts erscheint und wieder spurlos verschwand. Damals nannte man ihn den Vollstrecker. Die Familie eines seiner Opfer setzte ihm ein Ende. Und dann wurde er zu diesem Mythen Gestalt, eine Legende, von der jeder gehört hat, über die aber niemand etwas weiß. Nun, da er Opfer gefoltert hat, hat das Königreich keine andere Wahl, als zu handeln. Er wird versuchen, wieder zu töten, und als Wächter werde ich da sein, um ihn aufzuhalten, wenn es so er es tut. Wie genau willst du das vorgehen? Ja. Das weiß ich noch nicht. Aber wenn wir nichts tun, wird er einfach so weitermachen. Ich muss mehr über ihn herausfinden. Du denkst doch nicht. Vielleicht kann er mir helfen, aber es zu verstehen ist besser als unnötig rumzusitzen. Ich werde ihn einen Besuch in Kerker abstatten. In Ordnung, ich werde Lord Leo informieren. Sei vorsichtig.
Tanon. Sakuya lebt wohl von mir. Das werde ich. Oh nein. Der hat die umgebracht, weil die eifersüchtig auf die ist? Oh, was für eine dumme... Entschuldigung, aber was für eine dumme Fotze, oder? Wieso macht man sowas? Okay, dann reisen wir da mal hin. Ich hoffe, wir kriegen aber noch Tränke, weil das wäre sonst ein bisschen blöd. Okay. Hier können wir speichern. Ja, hier können wir speichern. Dann speichern wir mal, würde ich sagen. Also 2 Tage her, ne? Ja, 3 Tage, wo ich gespielt habe. Ne, 2. 2 Tage. Okay. Dann würde ich auch mal sagen, machen wir für den Part hier Schluss. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der ging. Oh. Da ist mich schon mitten in die Quest reingelaufen. Okay, das machen wir noch mit rein. Es tut mir leid. Was denn? Das wäre nie passiert, wenn ich meine Erinnerungen noch hätte. Ich bezweifle, dass es einen großen Unterschied gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob du das sagst, damit ich mich besser fühle, aber ob oder ob du nur fies bist. Ein bisschen von beiden? Du blöd, Dian. Es wird immer mächtiger. Wenn er so weitermacht, wird wohl nichts aus deinem Vorhaben. Hm? Du willst ihn doch retten, oder? Keine Sorge, ich werde es trotzdem versuchen. So sind wir Wächter halt. Vielen Dank. Sie will den Nachtteufel retten. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Wie gesagt, wir machen jetzt für den Part hier Schluss und danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Und vergesst das Like nicht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.